Nice. Ja, und es wird gerade nachts. Oh. Okay. So, und den Trank tue ich jetzt mal wieder da rein, weil ich den gar nicht brauche. Die Kiste brennt. Das ist natürlich doof. Kann ich da nicht irgendwie so... Ah, ich habe eine clevere Idee. Jetzt, wo ich Feuerschutz habe, kann ich einfach raufschwimmen. Auf der roten Suppe. Oder wohl besser in der roten Suppe. Mich dann einfach hier drauf fallen lassen. Und so. Easy. Ich bin ja voll der Master. Master Chief. Egal, wir schwimmen jetzt gerade da zur Leiter und was ist da? Ich glaube, das will ich gar nicht herausfinden. Nein. Und Basketballwurf. Yeah. Ach, Basketball, immer diese amerikanischen Sportarten. So wie... Ich glaube, ich gehe lieber hier lang, weil da war, glaube ich, dieser komische Weg von gerade. Genauso wie Football. Das ist ja auch ein sehr amerikanischer Sport. Ja, da lief ja auch letztens der Super Bowl. Und der war super. Und da gab es auch Bowl. Also, Bowlen. Such dir eine Lavagrube und spring hinein. Natürlich total super. Ich glaube, ich lasse die Oma hier liegen. Oh, und da ist ja ein Loch unten drunter. Also so ein schwarzes Loch, ne? Ich fange einfach links an und hoffe das Beste. Ja, ach, ich habe ja noch Feuerschutz, ne? Da auch nicht. Da auch nicht. Moment, dann kann ich auch gerade noch die Uhr mitnehmen. Hey, los, ich habe noch 1,20 Zeit. Musik ist sehr leise, ne? Ja, hier durch. Ich finde es schön mit dem Feuerschutz. Die Musik ist wirklich echt leise. Ich mal lieber das nächste Lied. Das ist vielleicht ein bisschen lauter. So, jetzt muss ich hier raufklicken. So. Jetzt einfach weiter. Bam, 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 bam. Das mit der Lava war das ganz rechte, oder? Ah. So, da müssen wir anfangen zu lesen. Ein Forscherteam hat hier eine riesige Sprengung veranstaltet und sind dabei ums Leben gekommen. Zudem sind die einzigsten Rettungsschächte verschüttet. Kannst du sie finden und freisprengen, damit du hier rauskommst? Freisprengen? Ich habe richtig gelesen. Ein Teil ihrer Ausrüstung hat überlebt. Sehr gut. Ich frage mich natürlich nur, wie Ausrüstung überleben kann, aber naja. Das ist wohl erstmal nebensächlich. Ich nehme einfach alles mal mit, einfach weil ich es kann. So, jetzt setze ich mir gerade noch einen Minenarbeiterhelm auf. Ach ja, ich wollte ja noch die Helligkeit wieder hier runterdrehen, ne? Fällt mir jetzt erst wieder ein. So. Genau aus der Einstellung. So, hier sind Schilder. Schau überall danach, wo Redstone-Fackeln sind und spreng den Weg frei. Einer führt auf jeden Fall wieder raus. Genau, und ich mache jetzt den Weg frei, wir machen den Weg frei und ja. Schnieke Sprengung, hinterstellen, ducken, bam. Zwar Schaden gekriegt, aber nee, da geht's nicht weiter. Doof. Egal, überall, wo die Redstone-Fackeln sind, ist ja das Ding. Das heißt, ich mache das mal so zur Markierung auch weg. Auch wenn das wahrscheinlich auch schon weggebombt wäre. Naja. Man macht sich ja immer viel Arbeit, ne? So, jetzt diesmal oben hin und das weg und dann. Es ist wieder so. Oh. Top. Top. Es ist echt. Jetzt geht's aber. Wie es bei mir leckt das die ganze Zeit so, bei mir. So, wenn ich aufnehme, aber wahrscheinlich. Wenn ich das Video wieder rendere, dann ist, dann laggt das nicht mehr. Was ich übrigens recht strange finde. Ach, ist hier noch oben irgendwo ein... Ne, das heißt nur die zwei hier. Okay. Oh, das hier ist es bestimmt, weil hier runter Eisen ist. Den mache ich auch mehr extra jetzt so. Oh, für das grande Finale muss natürlich hier so ein bisschen Strecke sein, ne? Das heißt, es kann ja auch noch das andere sein.
Moment, oder ich mach das so. So, jetzt 3, 2, 1. Ach, ich bin auch ein Vollidiot, unser Sohn, ne? Ja, dann machen wir hier mal so Redstone-Repeater, mehr oder weniger. Bam! In your face! Ich glaube, da ging es nicht weiter, ne? Genau, habe mich mein Auge gerade nicht getäuscht. Ich bin einfach mal so zum nächsten gegangen, einfach weil ich es kann, ne? So, auch mal hier ein bisschen Licht machen, ne? Ihr beschreibt es wahrscheinlich schon die ganze Zeit in den Kommentaren. So nach dem Motto, ey, wir können nicht sehen, du bist... Ja, ich habe schon gerade gedacht. Ey, wir können nicht sehen, du bist voll die kleine Bitch. Immer diese netten Kommentare eben halt, ne? Ach, was ist denn das hier? Für praktisch nicht vorhandene Musik. Mach ich mal hier, mal wieder ein weiter. Dann, 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 dann. So, hier weiter. Wo haben wir es denn? Mitten am Tag. Ja, das ist natürlich herzallerliebst. Dies wird sehr nützlich sein. Soll ich mir Spitzhacken machen? Sieht stark danach aus. Ich mach's aber erstmal noch nicht. Dann will ich gucken. Cobblestone. Und Cobblestone ist ein Zeichen dafür, dass Cobblestone in der Nähe ist. Nee. Ist ein Zeichen dafür, dass ich mir jetzt Spitzhacken mache. Das Gold verschwenden. Ich meine, ich kann ja auch die schnieken Steinspitzhacken verwenden. Oder ich könnte mir sogar einen Weg freisprengen. Aber das lasse ich jetzt mal lieber. Ey! Ey! Unhöfliche Wand. Moment, was ist eigentlich, wenn ich den hier mache? Ich darf ja... Ja, ja. Ich darf ja das ganze Kabel zum Abbauen, aber ich kann es nicht schnell genug abbauen. Ja, scheiß Cobblestone-Generator-Trick. Aber das ist nice gemacht, muss ich mal sagen. Ich habe eine kleine Vermutung. Ja, sie wurde bestätigt. Ja, 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 lass mich da mal durch. Lass mich da mal durch. Ich habe gesagt, lass mich da mal durch. Lass mich da mal durch. So. Zack, durch. Da und da, dann... Da, dann, da, dann, da, da, dann, da, dann, da, da, dann, da. So, so, hier durch. Nice gemacht, wollte ich nur mal so sagen. Schön. Ich werde die Map auch am Ende bewerten. Das tue ich jetzt vielleicht mit jeder Map? Weiß ich nicht. Wäre mal vielleicht ganz nice. So für euch. Damit ihr wisst, wie ich diese Map fand. Okay, hier ist noch recht viel Sachen. Hier ist noch recht viel Sachen. Okay, ich habe mich gerade an den Block rangeglitscht. Aber nice. Bin zu einem Checkpoint gekommen, zu dem man nicht hinkommen sollte, wo man eigentlich hier runterfallen sollte. Ich habe mich ins Glas geglitscht. Wie geil ist das denn? So, ja, ich kann immer noch nicht pennen. Das, ach, ich kam ja da von draußen, ey. Da war ja strahlende Sonne. So. So, du hast das Trainingsprogramm beendet. Bereit für Stufe 2? Dann durch die Tür. Ich habe eine scheiß Vermutung, dass diese Map sehr, sehr lange dauern wird. So, Schwert. So ein Mega-Schwert so. Ja, und ich weiß auch, wofür wir es gebrauchen. Und zwar für die Spinnennetze. Wer hätte es erwartet? Ah, wenigstens muss ich so nicht durchgehen, ne? Warum ist... Oh, ich hab... ich kann mich gerade nicht ausdrücken. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich jetzt hier irgendwie so runterfallen will oder so. Weil mein nächster Checkpoint ist ungefähr... einen Kilometer entfernt. Jetzt soll ich mal hier Cobblestone schon mal in die Hand. Ja, da.
Jetzt hier runter. So, ich hoffe, das hat keiner gemerkt. Ah, ist die Musik nicht schön? Seht ihr, liebe Kinder, das ist schöne Musik. Nicht immer diese Rap-Musik oder Techno-Musik oder Metal-Musik oder irgendwie sowas. Ich bin die Map und ich bin lustig. Ach, fuck. Jetzt muss ich alles... Lol, ich dachte gerade, ich schaff das nicht. Jetzt muss ich alles nochmal machen, ey. Schon ein Stück weit nervig. Versuche ich jetzt mal so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. So, bevor die Nacht vorbei ist, dann noch schnell meinen Checkpoint zu setzen. So, ging es hier lang. Na, wenigstens ist das ja alles recht einfach so und nichts mit Lava oder so, wo ich hier zwischendurch verkacken könnte. Weil das wäre schon sehr ärgerlich. Das heißt, es ist jetzt praktisch nur ein langer Weg. Und ich zitiere jetzt nicht das Lied, ein steiniger Weg. Oder wie auch immer es hieß, ich habe keine Ahnung, wie es hieß. Kennt ihr bestimmt alle so, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg. Doof. Mach ich das denn jetzt? Ne, ist schade. Ach, scheiße, muss ich mich drum rumbauen, ey. Ja, ist natürlich hier sehr schön, in Anführungszeichen, sich hier hochzubauen. Macht voll viel Spaß. So, momentan die Dinger so da, dann kommt man hier durchs Glas. Da muss ich mich mal gerade jetzt reinprügeln. So. Ist hier das jetzt schon... Ne, ich glaube nicht mit der Lava. So. Jetzt wieder hoch. Die Lava des unendlichen Todes und die Leiter des unendlichen Todes. Es gibt ja manchmal auch so Spiele, da sind die Leitern so ultimativ lang und die dauern Jahre. Gutes Beispiel Gothic 1, also seriously, habe ich mir dann so gedacht und dann bei jeder einzelnen Leiter, ne, da habe ich keinen Bock zu. Aber naja. Geh bitte kaputt. Danke. 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 So, und die Musik ist auch überhaupt nicht so, nervig oder irgendwie so. Nee, ist gar kein Ausdruck. Das erfüllt mich mit Hass. So, machen wir gerade hier noch ein schönes Bettchen hin, dann können wir auch mal schön schlafen. Naja, das ist endlich pennen, ne? Donetta. Ich frage mich, wieso das Schild da ist. So, ouch. Spring jetzt einfach mal hier runter. Kleine Abkürzung. So. Jetzt fühle ich mich auch schon viel sicherer. Aber jetzt. Ja, wenn man sich sicherer fühlt, dann stürzt man gleich ab. Moment. Geronimo! Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffen würde, so. Vor allem auch noch so spontan oder so, aber... Ja. Wie kommt man jetzt hier raus? Gar nicht. Tot. So. Ist doch überhaupt nicht so gecheatet oder so? Nö. Das ist ganz standardmäßig so. Also ich cheat ja sowieso immer. Ich bin Mr. Cheaty Cheaty. Cheaty Cheaty, also das war echt schlecht. Ja, und die beruhigende Lagerfeuer. Auch wenn Lavafeuer, ne, es klingt ja sehr ähnlich. Und ich bin ja gerade ja sehr von Lava umringt. Und dann könnte man an sowas schon mal leicht denken.
So, zack, zack. Zack, zack. So, ich bin mal jetzt hier von oben hier dahin. Weil ich mir einfach zu blöd bin, von unten so einen Sprung mit vier Lücken zu schaffen. Ich weiß, da. Oh, wir brennen dann halt ein bisschen, ne? Können ja noch weiter springen. Ah, ich bin so awesome. Ich bin so awesome. Checkpoint. Und ich kann nicht schlafen. Mann, da muss ich mal so ein bisschen mir ein paar bunte Pillen einwerfen und holy shit. Der Schalterraum. Okay, ich denke mal, da kommen Pfeile raus. Oh, das war richtig. Autsch, 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 das war falsch. Also das Ding hat mir 6 Leben gezogen. Was geht? Vielleicht kann ich ja irgendwie so. Ah, das war richtig. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Ah. Oh. Und die ganzen Schalter doch, die sind einfach mal so sinnlos da. Der Gegend. Platziert. Sind wir jetzt zu Ende? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Autsch, 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 autsch. Autsch, autsch, autsch. Ja, nun gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Map zu Ende ist. Und ich hoffe, Moment, ich will gerade hier noch runter. Ich will noch so ein schönes Finale machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Adventure Map. Also haut rein. PS, ihr könnt mir auch eure eigene Map schicken.